Ah, verdammt! Ah. Oh Mann, heute ist nicht mein Tag. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr Training machen im Winter, dass ich mich sicherer und intuitiver auf dem Fahrrad bewege. Wahrscheinlich gibt es da schon was, ne? Wahrscheinlich gibt es da schon irgendwelche Trainingsmethoden. Fragen wir mal Google. Okay. Gucken wir mal. Stabi-Training, Winter. Ah, Bike Balance Board. Vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Vielleicht soll ich mich mal näher informieren. Das ist eine gute Idee. Christoph, du guckst dir gerade das Bike Balance Board an. Ja, sehr interessant. Erzähl doch mal, was sind die grundlegende Idee hinter dem Bike Balance Board? Die Idee ist, dass es dich schneller, sicherer macht auf dem Trail und mehr Spaß bringt auf dem Bike. Wie funktioniert es denn prinzipiell? Also ist es ein reines Balancetraining oder steckt da noch viel mehr hinter? Die Idee ist, dass du Bewegungselemente, die du beim Biken brauchst, in deinem Gehirn abspeicherst, sodass du die dann auf dem Trail abrufen kannst, quasi ohne nachzudenken. Ja, Christoph, dann probier es doch einfach mal aus. Aber zieh dir mal was richtig Sportliches an. Okay. Christoph, wie siehst denn du aus? Aerobic aus den 80ern. Oh komm, bitte zieh dir was Richtiges an. Schön. So passt das. Gut. Bevor wir anfangen, müssen wir erstmal den Ball ein bisschen abstimmen. Togo liefert den Ball aus mit einer Pumpe. Umso mehr Luft, umso schwieriger. Umso kleiner der Ball, umso leichter. So, erzähl doch mal, wie steige ich jetzt auf das Bike Balance Board auf? Wie fange ich an? Nimm das Board bitte am Lenker, an den beiden Griffen und schieb das so vor, dass der Ball genau unter dieser Aussparung, unter dem Loch liegt. Und mit dem hinteren Fuß fest aufsteigen, belasten, den vorderen Fuß belasten und dann mit einer kleinen Bewegung nach vorne beginnst du dann mit dem Rollen. Immer schön nach vorne gucken, Punkt fixieren, die Lände ein bisschen locker und vor allen Dingen hier aus den Hüften, aus dem Becken raus arbeiten, wie auf dem Bike. Ja, du musst die Bewegungen des Bikes ausgleichen, wenn das Bike dir nach rechts wegrutscht und nach links wegrutscht. Ja, so. Ich zeige dir mal drei Übungen. Erste Übung wäre runter und wieder rauf gehen. Einfach locker in die Knie gehen. Probieren wir das mal aus. Ein bisschen in die Hocke gehen, wenn es geht, und ein bisschen mal hochgehen, genau, und wieder hoch. Ist ja wie pushen auf einem Pumpjack zum Beispiel. Genau, man kann also ein bisschen pushen. Ja. Und vor allen Dingen, du gewinnst den Bewegungsraum auf dem Bike, den lernst du kennen, dich richtig zu bewegen, dass du den ganzen Raum ausnutzen kannst. Rauf, runter, oben, unten. Ja. Okay. Wir können als nächstes dann als zweite Übung mal dann rechts, links trainieren. Okay, machen wir das mal. Fokuspunkt fixieren. Hände schön locker und dann das Bike Balance Board so ein bisschen rechts, links gleiten lassen. Ja. Das ist wie wenn du einen Trail runterfährst und das Fahrrad so unter dir sich bewegt. Ja, oder du in der Kurve bist und vielleicht mal das Fahrrad ein bisschen wegrutscht. Kann man auch vom Balancieren. Also wenn man zum Beispiel durch ein Steinfeld tippelt oder auch einfach nur Kurven fährt, ist eine ähnliche Bewegung. Jetzt machen wir mal das Rollen. Du schiebst das Bike Balance Board nach vorne und holst es dann sofort wieder zurück. In so ganz gleichmäßigen, fließenden Bewegungen. Dann probieren wir das mal aus. Ja. Ja, vorne und zurück. Genau. Und wenn man dann halt noch ein bisschen mit den Armen arbeitet, genau. Ja. Genau. Also diese Bewegung hat auch definitiv etwas vom, finde ich, vom Droppen, weil man auch so eine Position hinterm Fahrrad annimmt. Also geht ja auch hinter das Fahrrad, um das Gewicht nach hinten zu bekommen, das Vorderrad oben zu halten. Ja. Hat definitiv Ähnlichkeiten. Also man. Es ist nicht so, dass ich diese Bewegung zum ersten Mal mache. Also, ja, man merkt es. Man erkennt es wieder, definitiv. Und die Idee ist, dass du diese Bewegungsmuster, die Elemente in dein Gehirn reinbekommst. Mhm. Dass du die ohne Nachdenken auf dem Trail einfach abrufst, einfach locker drüber fährst, ohne Nachdenken. Und dann geht das Mountainbiken noch viel entspannter und mit viel mehr Spaß. Erzähl doch mal, wie oft kann ich trainieren? Du solltest täglich trainieren. Aber nicht länger als 10 Minuten. Nach 10 Minuten bist du müde und nicht nur körperlich von den Muskeln, sondern auch im Kopf, im Gehirn. Aber 10 Minuten ist eine gute Zeit und dann wirst du auch schnell besser und dann geht's auf dem Trail richtig florig,
schnell und sicher. Okay, danke für die Infos und ich hätte nicht gedacht, dass ein Training auf einem Ball so nah am Fahrradfahren ist. Vielen Dank fürs Feedback, so war es gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training mit dem Bike Balance Board. Okay. Oh.